So, also ganz herzlich willkommen heute zum heutigen Live-Session vom Business Management MOOC. Wir freuen uns ganz, ganz sehr, dass wir einen Dr. Carsten Ehms gewinnen konnten, uns mal aus seiner langjährigen Erfahrung im Business Management zu berichten. Ich kenne ihn quasi als Urgestein. Solange wie ich mich an die Gesellschaft für Business Management erinnern kann, kann ich mich auch an Carsten Ehms erinnern. Aber die Details zu dir kannst du dir sicher selber besser sagen und dich besser vorstellen, als ich das kann. Also ganz herzlich willkommen und vielen Dank, dass du heute dabei bist. Ja, danke, Dirk, für die Einladung. Tatsächlich bin ich ja gar nicht so urgesteinig in der Gesellschaft für Wissensmanagement als Mitglied formal, aber in dem Thema Wissensmanagement sicherlich schon über 20 Jahre tätig oder unterwegs, wie man sagt, tätig. Das Ende der 90er habe ich mich im Studium mit dem Thema Wissen und Lernen sehr intensiv beschäftigt und seit der Zeit hat es mich eigentlich nicht mehr losgelassen, das Thema, was jetzt nicht heißt, dass ich über 20 Jahre lang Vollzeit Business Management gemacht habe. Und jeder, der da länger dabei ist von uns, der weiß ja, dass das immer so in Wellen geht mit unserem Thema. Mal sind die Themen technischer, mal sind die Themen sozialer, strategischer, methodischer. Und ich glaube, dieser Wechsel zwischen Mensch und Technik, Methoden und Tools, Plattformen jetzt in den letzten Jahren, hat mich also auch irgendwie an dem Thema gehalten, diese Abwechslung, die das letztlich bietet. Und ich habe ja einen ziemlich bunten oder krummen, ungewöhnlichen Lebensweg in Bezug aufs Kompetenzportfolio. Bin ja vom Diplom her Psychologe, habe aber eben auch mal Ingenieurwissenschaften, Elektrotechnik studiert und wenn man es zusammenfassen will, habe ich eigentlich mein Berufsleben immer zwischen Mensch und Technik, also Mensch und Digitaltechnik, wenn man so will, verbracht. Das mal so zum Einstieg. Und nachdem wir so ein kleiner Kreis sind, können wir das heute, glaube ich, auch etwas interaktiver machen. Dann fällt es mir auch leichter. Also bei irgendeinem Sprung, irgendeiner Idee, irgendeiner Assoziation, die euch kommt, einfach mal fragen. Das hilft manchmal auch, weil wenn man über sein eigenes Thema spricht, macht man manchmal recht große Gedankensprünge. Dann würde ich jetzt mal von dieser schönen einheitlichen grünen Folie weiterspringen. Genau, ein bisschen was hatte ich eben schon gesagt. Mein Hintergrund und mein Blick aufs Wissensmanagement sicherlich irgendwo Hybrid zwischen Psychologie, Software und eigentlich müsste da rechts, würde man jetzt ja rechts oben statt Koordination oder Coordination irgendwie Kommunikation erwarten. Ich habe aber da den Koordinationsbegriff gewählt, weil ich mich hauptsächlich mit dem Wissensmanagement in Organisationen beschäftigt habe. Und da dient die Kommunikation ja letztlich dazu, dass eine Organisation irgendwie eine Leistungserstellung hinbekommt und dazu muss man sich koordinieren. Das soll also so diesen Organisationsaspekt, organisationswissenschaftlichen Aspekt abdecken. Und ansonsten bin ich ein großer Fan eben von der Betrachtung auch von Tools, von Werkzeugen. Also man kann sich sehr gut erschließen, was Menschen tatsächlich tun, wie ihre Arbeit wirklich aussieht, wenn man sich eben auch anschaut, welche Werkzeuge, welche Tools sie verwenden. Das gilt, denke ich, ganz besonders das Thema Wissensmanagement. Kommen wir aber noch drauf auf dieses Spannungsfeld. Na gut, Mensch und Technik hatte ich schon mal angerissen eben. Soll jetzt keine Vorlesung werden. Wollte nur sagen, man kann Wissensmanagement tatsächlich definieren. Man kann da auch tagelang drüber diskutieren. Das wisst ihr selbst, ja. Aber man kann es und im Wesentlichen lebt es dann davon, dass man Wissen definiert und Management definiert. Ich habe jetzt hier mal meine Definition aus der Dissertation genommen. Also Wissen ist immer irgendwie eine Repräsentation von etwas, das einem zum Handeln bringt oder zum Handeln, einem das Handeln ermöglicht. Und häufig ist dann die Diskussion, ob eben dieses Wissen lebendig verkörpert ist oder eben auch in Büchern oder in Digitalsystemen erstehen kann. Das ist ja da die Herausforderung in unserem Fach.
Und beides ist eben möglich. Man muss nur wissen, wovon das Gegenüber spricht. Ja, und Management gibt es ja eben auch die Aussage, Wissen lässt sich nicht managen. Ja, finde ich eigentlich eine sehr schöne Definition, Management als einen Komplex von Steuerungsaufgaben zu betrachten. Ich habe es ja schon gesagt, die eben die Leistungserstellung ermöglichen. Und damit ist Management etwas weiter gefasst als jetzt eine direkte deterministische Anleitung, etwas zu tun, sondern es ist eben, ja, in Organisationen die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass aus den Einzelteilen, aus der Arbeit, die man aufgeteilt hat, wieder was Ganzes wird. So, das ist so grob mal der Kontext. Und wenn man sich jetzt diesen sehr akademischen Überlegungen nicht anschließen will und sich fragt, ja, geht es nicht auch einfacher, dann würde ich sagen, dass Wissensmanagement eigentlich sich immer damit befasst, eine Balance zu finden, ein Gleichgewicht zu finden, wie Wissensaustausch funktionieren kann. Und das Gleichgewicht ist eben zu finden über, ja, zwischen dem Wissensaustausch der von Person zu Person, durchaus auch synchron. Wenn wir jetzt mehr in den Dialog gehen würden, wäre das sozusagen eher dann dieser persönliche Wissensaustausch, der unmittelbare Dialog, oder eben ein Wissensaustausch, der über Kodifizierung erfolgt. Also das Aufschreiben oder in unserem Fall ist das ja schon modern, ein Hybridfall. Es wird jetzt hier ein Monolog aufgezeichnet und den können sich dann Teilnehmer auch später ansehen. Jetzt ist es insofern kodifiziert, ja. Und es kann aber ein Teilnehmer, der sich das später anschaut, eben nicht mehr zurückfragen. So würde ich sagen, dass Wissensmanagement eigentlich immer der Balanceakt ist zwischen dieser Weitergabe über Kodifizierung und der Weitergabe von Mensch zu Mensch, wo es eben immer die Möglichkeit dann zum Dialog gibt. Und rechts ist das Ganze dann eingebettet in ein sehr, sehr einfaches Wissensmanagementmodell. So oder leicht verändert in verschiedenen Formen. Das ist das meiner Meinung nach das einfachste Modell, was man sich bauen kann, das mir in der Praxis ganz gut geholfen hat. Diese Überlegung mit der Balance, die ist auch nicht von mir und die ist auch nicht ganz neu. Man sieht es da unten, diese Unterscheidung zwischen diesen beiden Formen der Wissensweitergabe, die kommt bereits aus dem letzten Jahrtausend, 1999 von Hansen. Kodifizierungsstrategie, Personifizierungsstrategie, sehr sperrig, aber ich sollte klar geworden sein, was damit gemeint ist. Und insofern kann ich auch beschreiben, was Wissensmanagement ist, eben die Das Finden dieser Balance, ohne jetzt Wissen und Management zu definieren. Diese Animation soll darauf hinweisen, dass wir als Wissensmanager ja uns häufig für ganz viel, am besten für alles zuständig fühlen. Und in den Modellen ist ja die Rede davon, dass man einerseits Wissen teilen oder verteilen kann und auch Wissen entwickeln. Und beim Wissen entwickeln, da kommt eher dann das Innovationsmanagement ins Spiel. Ja, in der Praxis schadet es natürlich nicht, wenn man als Wissensmanager auch Kenntnis im Innovationsmanagement hat und sich auch unterschiedlich, aber in Bezug für unsere Disziplin ist es, denke ich, ganz hilfreich, ihn wieder sich klar zu machen, dass der Schwerpunkt eigentlich ist, wie Wissen weitergegeben werden kann und soll in einem gegebenen Fall in einer Organisation oder ja, in einer Institution. Ah ja, es geht ja um Zero Bullshit Knowledge Management. Also was war da der Ansatzpunkt? Der Ansatzpunkt war schon nach knapp 20 Jahren Wissensmanagement ein kleines Beratungsprojekt in der Siemens AG im Geschäftsbereich, das sich eigentlich mit eher technischen Themen beschäftigt hat. Und dann sagte einer der Auftraggeber, ja, wir haben da übrigens noch auch ein Audit und in dem Audit kommt ja auch das Thema Wissensmanagement vor. Kannst du uns da nicht etwas dazu erzählen? Und dann war die Herausforderung, mal die eigene Erfahrung so stark zu verdichten, dass man das wirklich in 1, 2 Stunden beschreiben kann, was denn da jetzt die Essenz ist. Und bin natürlich sehr häufig gefragt worden und werde immer noch häufig gefragt, ja, wie sieht es denn aus? Fass doch mal das Wissensmanagement bei Siemens zusammen in 20 Minuten, 15 Minuten, 40 Minuten.
Und es ist in der Form natürlich nicht möglich, da eine Geschichte zu erzählen. Aber was meiner Meinung nach schon möglich ist, ist die Erfahrungen zu einem gegebenen Zeitpunkt so zu verdichten, ja, dass da eine Essenz draus wird, dass man es beschreiben kann. Hat dann leider eben nicht diesen Storytelling-Aspekt, sondern kommt dann erstmal etwas sperrig als Modell daher. Und so ist diese Idee mit dem Zero Bullshit Knowledge Management entstanden. Also mein persönlicher Versuch, da Ordnung in einen Rückblick zu bringen, Fragen auch zu beantworten, die Praktiker häufig haben, warum das Thema denn so komplex ist. Denn ich denke, es gibt einen gewissen Anteil an Komplexität im Thema Wissensmanagement, der eigentlich überflüssig ist, der durch bestimmte Gründe entsteht, die man, wenn man sie mal verstanden hat, sehr plausibel sind. Also da kann man es vereinfachen. Das ist dieses rote Kärtchen hier, Wissensmanagement zu lernen oder zu verstehen, ist häufig schwieriger als nötig. Gehe ich dann noch ins Detail. Ja, zum anderen gibt es aber eben auch das Orangene. Das Orangene soll zum Ausdruck bringen, ja, dass es inhärent im Wissensmanagement Herausforderungen gibt, die durchaus hohe Anforderungen ans Wissen des Praktikers stellen. Und der grüne Teil, der bezieht sich darauf, dass, wenn man jetzt mal 2 Jahrzehnte Wissensmanagement macht, sicherlich das Wissensmanagement 2020, 2024 anders aussieht als im Jahr 1995 oder 1998. Also es gibt eben durchaus auch in dem Fall grüne, treibende, hilfreiche Kräfte, die das Wissensmanagement verändern, sozusagen anschieben. Ja, das ist jetzt hier aus dem Blick Early 21st Century Drivers ist es genannt. Also die veränderten Rahmenbedingungen, um auch zu zeigen, welche Wissensmanagement-Theorien und Konzepte auch obsolet sind. Ja, wo einem technische Entwicklung, gesellschaftliche Entwicklung vielleicht entgegenkommen kann. Das ist die Idee von dem Zero Bullshit Knowledge Management, der Bullshit natürlich relativ drastisch formuliert, darauf bezogen, auf diesen roten Bereich, wo man sich das Leben einfacher machen kann. Fragen, Hinweise, Wünsche? Naja, ich bin jetzt gespannt, wo du es überall vereinfacht hast. Mhm. Okay. Ich wollte gerade fragen, genau, was sind denn die Theorien, die wir über Bord werfen können? Ah ja, okay, genau. Das machen wir. Das ist die nächste Ebene. Hier nochmal so eine kleine Impression. 2019 ist diese Struktur dann das erste Mal publiziert worden. Man sieht da auch, da gibt es so noch ein paar Modelle dahinter, die einem eben helfen sollen. Man sieht hier auch diese Balance-Idee mit der Wippe. Okay, fangen wir mal mit dem Roten an. Ja, da, wo man es vereinfachen kann. Es ist ja im Komplexen häufig so, wenn man was weglassen kann, hat man zwar nicht schon gewonnen, aber ist schon mal ganz gut auf dem Weg. Also, was macht jetzt Wissensmanagement eigentlich schwerer, als es nötig ist? Und das eine, was einem schon auffällt, ist, wenn man jetzt also Weak Science steht da, Probleme mit der wissenschaftlichen Fundierung, was man schon betrachten kann in der Wissenschaft, ist, dass teilweise immer noch Theorien wiedergegeben werden, auch nach 20 Jahren noch wiedergekäut werden, von denen eigentlich klar ist, dass sie so nicht haltbar sind. Das ist sicherlich ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass sich Wissensmanagement, weiß nicht, ob wer es jetzt war, ein Soziologieprofessor, der Dirk Becker oder der Wilke, bin ich mir sicher, einer von den Systemikern hat gesagt, es ist ein Theorie-Praxis-Hybrid und als solcher Theorie-Praxis-Hybrid tut man sich da häufig mit der wissenschaftlichen Präzision schwer. Das berühmteste Beispiel ist die Wissensspirale von Nonaka, die das abgestützt haben auf die Idee des stillschweigenden Wissens. Total sinnvolles Konzept, ist auch sehr sinnvoll zwischen Stillschweigen, also tacit knowing und implicit zu unterscheiden, meiner Meinung nach. Aber sie haben sich halt abgestützt auf einem Tacit Knowing und das, was daran beschrieben wurde in der sogenannten Wissensspirale mit den Konversionen, das funktioniert halt einfach so nicht. Das haben die dann selber nach 2, 3 Jahren auch erkannt und haben eigentlich ein sehr schönes, allgemeineres Konzept formuliert, eben Wissensaustausch als Wissensaustausch in Räumen, Räume jetzt sehr abstrakt zu betrachten. Ja, und trotzdem
machen wir also häufig im akademischen Bereich munter. Noch weiter findet man wahrscheinlich heute und wahrscheinlich in 10 Jahren auch noch Rückgriffe auf die Wissensspirale und die Behauptung, dass das auch, dass damit Tacit Knowledge umgewandelt werden kann und so weiter. Das so ein bisschen mein persönliches Hadern mit dem, wer da Wissenschaft betreibt. Das sind natürlich einige Wissenschaftler ganz gelassen und sagen, ja gut, das dauert halt noch 30, 40 Jahre, dann wird sich das schon alles zurechtruckeln. Das kann man natürlich so machen und das ist wahrscheinlich in Naturwissenschaften auch an manchen Stellen einfach faktisch so, dass das sehr lange Zeit braucht. Ich bin da etwas unzufrieden damit. Also da kann man ein paar Sachen erkennen, wo man sagen muss, die Theorie ist von gestern dreimal gespielt, bitte nicht mehr verwenden. Und der zweite Teil, wo man sich meiner Meinung nach sehr einfach machen kann, ist, wenn man, das ist das Thema hier interessensgeleitete Publikationen oder Beschreibung, wenn man sich klar macht, dass ganz viel in dem Umfeld natürlich publiziert wird, um sich positiv darzustellen, Beratungsprojekte zu akquirieren. Letztlich ist die Wissenschaft ja, hat ja auch mitunter einen Bias. Kennt man auch aus den Naturwissenschaften, dass eben viele, ja, gescheiterte Studien eben nicht publiziert werden. Und das trifft natürlich auch so ein Theorie-Praxis-Hybrid umso stärker zu. Das kann man natürlich beobachten, wenn man auf Konferenzen geht. Und darunter fällt meiner Meinung nach auch, dass es sehr verführerisch ist, wenn man sich jetzt vermarkten will oder vermarkten muss, Sachen einfach umzubenennen und zu sagen, das erleben wir ja vielfach im Bereich von Softwareprodukten, aber auch bei Konzepten. Das heißt, man verändert was leicht oder man verändert es gar nicht, hat aber einen neuen, sehr, sehr schlagkräftigen Bezeichnung dafür. Das kommt dem Vermarktungswunsch doch sehr entgegen. Und das macht es natürlich wahnsinnig schwer, dann was, ja, für einen Einsteiger was zu erlernen, wenn das in verschiedensten, mit verschiedensten Bezeichnungen daherkommt, aber doch das gleiche meint. Also da würde ich sagen, da ist Vereinfachungspotenzial. Und ja, Codification Trap ist nun eine, es gibt ja dieses Buch von der Ursula Schneider, Todsünden, also Codification Trap ist nun eine Todsünde rausgegriffen, glaube ich, die heute immer noch gilt, also dass wir immer noch glauben, dass dieser Weg über die Kodifizierung, also der ist manchmal notwendig, habe ich auch gesagt, es geht immer um die Balance, aber dieser Weg über diese, das einfache Aufschreiben und Weitergeben, dass das ein sehr einfacher Prozess wäre. Ja, das würde ich sagen, wenn man das einfach alle mal verstanden hat, dass eben dieser Prozess des Aufschreibens, Explizierens, ein anderer Mensch geht her, liest das dann, hat ein anderes Vorwissen, eine andere Biografie, dass dieser Prozess des Wissenstransfers einfach ist, davon könnte man sich auch verabschieden. Dann ist meines Erachtens Wissensmanagement schon deutlich einfacher. Also es gibt diese ganzen Erklärungen auch zwar etwas knapp und verdichtet, und dann im Abspann sozusagen gibt es diese Erklärungen als kleiner Essay in den Dossiers der Gesellschaft für Wissensmanagement. Dirk, Armin, Zustimmung, Ich vermute, Protest. wo siehst denn du die Waage hin zur Kodifizierung? Ich weiß, das ist ein sehr schwieriges Thema, und hier, wo sind denn da die wirklichen Herausforderungen aus deiner Sicht? Wo sind die großen Probleme, sein eigenes Wissen so zu kodifizieren, dass es erstmal wenigstens vom Informationsgehalt aus eigener Sicht noch relativ angemessen ist? Und wo geht das dann verloren, wenn es praktisch jemand anders das aufnimmt? Es ist ja hier dünnes Eis, ja. Aber wenn man mal das wirklich einfache Sender-Empfänger-Modell nimmt, ja, dann geht es eher beim sogenannten Empfänger verloren. Ja, also jeder, der sich mal mit Konstruktivismus und Kommunikation beschäftigt hat, weiß eben, dass das, was der sogenannte Empfänger, muss man sehr vorsichtig mit Terminologie sein, also was der Empfänger sozusagen verstehen kann, hängt ja zuallererst von dessen oder deren Vorwissen ab. Das heißt, da geht es verloren. Und das ist natürlich der Bereich, den ich gar nicht steuern kann. Also natürlich kann ich bei jedem Vortrag, wie jetzt mein Kollege so schön gesagt, du musst die Leute doch da ansprechen, wo du sie vermutest, ja, und mehr ist es auch nicht. Also ich kann über das sozusagen das Vorwissen meines Gegenübers nur mutmaßen, ja. Und klar, wenn wir einen sehr starken geteilten kulturellen Hintergrund haben oder 20 Jahre zusammenarbeiten, dann funktioniert das natürlich besser, aber im Allgemeinen
gilt der Spruch der Konstruktivisten, Kommunikation ist risikobehaftet und schwierig, ja, und Verstehen ist eher die Ausnahme. Das heißt ganz klar, es geht sozusagen beim Empfänger verloren, und selbst wenn ich als derjenige, der jetzt was kodifiziert, jetzt gehen wir mal weg von dem Sender, von der Sender-Empfänger-Terminologie, auch wenn die ganz hilfreich ist, in dem Moment, wo ich jetzt das kodifiziere, niederschreibe, kann mir natürlich Mühe geben, ich kann das gut strukturieren, ich kann mir überlegen, wer ist es, der das auf der anderen Seite dann irgendwann mal später lesen wird. Aber ich habe es natürlich nur sehr begrenzt in der Hand. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt schon so ein kleiner Bogen zum grünen Bereich mit diesem Digital Traces, steht da rechts, also digitale Spuren, Wissensspuren, habe ich es an anderer Stelle mal genannt, ist es so, dass wenn man zurückdenkt, 1995, 2000 war es schon ja noch so, dass sehr viel nicht digital gearbeitet wurde. Das heißt, es war schon auch noch mal ein extra Angang zu sagen, ach, jetzt muss ich das noch in den Computer tippen oder so. Und da sind wir natürlich jetzt 20 Jahre später in einer anderen Welt. Also es entsteht ja kaum mehr was auf Papier. Es ist auch das Mitschneiden und dann aus Ton eben Text zu machen. Vorsichtig mit dem Textbegriff sein. Aber etwas Durchsuchbares in Textform zu machen, das geht eben auch schon mal besser, mal schlechter, aber geht eben auch schon sehr gut automatisch. Das heißt, dieser Teil, dieser handwerkliche Teil der Kodifizierung, wo jetzt nicht noch strukturiert wird, da leben wir natürlich schon in einer Welt, wo uns auch ein bisschen was entgegenkommt. Natürlich ist die nächste Herausforderung, dass es schon wieder fast zu viele Digitalspuren sind, ne? So ist das halt. Also insofern, also prinzipiell würde ich immer sagen, Herausforderung ist immer das Vorwissen desjenigen, den man anspricht, den man erreichen möchte, weil der nun mal eine andere Biografie und eine andere Ausbildung in der Regel hat. Also eine andere Biografie hat er oder sie definitiv natürlich über die Lebensspanne und meistens und häufig auch eine andere Ausbildung. Beantwortet es das so ein bisschen? Ja, das trifft erstmal von der Empfängerseite. Ich finde es auch von der Senderseite in der Form schwierig, da man ja seinen eigenen Hintergrund, auf dessen man bestimmte Entscheidungen oder Vorgehensweisen getroffen hat, die man jetzt darstellt. Das kann man ja natürlich auch nicht mit einbinden. Und das kann also gar nicht empfangen werden. Also das heißt, vieles, was zur Entscheidung und Lösung geführt hat, steckt auch in mir selber drin und wird auch nicht transferiert. Dann kann demzufolge auch von den anderen nicht aufgenommen werden, dieser Background, der in der Person selber ist. Das ist übrigens ich hatte das Tacit Knowledge schon erwähnt, dieses stillschweigende Wissen von Polanyi. Und da würde ich sagen, dass das eben genau der Teil an Tacit Knowledge ist, der eben auch gerade in Geschäftsszenarien, Organisationen hochrelevant ist. Eben eigentlich das, was ich an meinem so ein bisschen philosophisch-konstruktivistisch sage, was ich nicht sehen kann. Ne? Also der Teil, den ich gar nicht sehen kann, weil er für mich so selbstverständlich ist oder weil da halt 20 Jahre Berufserfahrung oder 50 Jahre Biografie dranhängen. Ja, das ist immer tacit, das schwingt immer mit oder läuft immer mit und es ist quasi unmöglich, das zu explizieren und meistens sieht man es auch nicht. Ansonsten sind ja immer die Beispiele mit dem stillschweigenden Wissen zwar irgendwie plausibel, Schuhe binden, Geige spielen. Ich finde auch Verputzen noch ganz schön. Also, dass man merkt irgendwie, wer schon mal versucht hat zu verputzen, erst fällt der Putz von der Wand und nach einiger Zeit geht es auch beim Amateur etwas besser und beim Profi klappt sofort. Und man kann eigentlich nicht beschreiben, was es ist. Nur wenn jetzt gerade Verputzen nicht das Business ist, um das es geht, dann sind immer diese Beispiele mit dem Tacit Knowledge, im stillschweigenden Wissen immer so ein bisschen schwer zu greifen. Und ich denke aber genau, das ist der entscheidende Punkt. Also Experten entscheiden eben auch vor einem Erfahrungshintergrund, den sie in dem Moment nicht gut explizieren können. Und das ist der hochrelevante Teil. Also nichts falsch am Tacit Knowledge, nur an der Verwendung des Konzepts. Genau, danke, danke für den Hinweis an der Stelle. Dann haben wir es ja schon fast abgeschritten, das Terrain an der Stelle. Digitale Spuren haben wir. Was kommt uns noch entgegen? Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence kann bestimmt an der einen oder anderen Stelle was zum Wissensmanagement beitragen, das auch im positiven Sinne verändern. Andererseits ist es auch wieder sehr heilsam, mal in Papers aus dem letzten Jahrtausend reinzuschauen, und da findet man durchaus auch methodische Wissensmanagement-Papers, ja, wo auch schon von künstlicher Intelligenz und der Magie, die die Technik da vollbringen soll, die Digitaltechnik, die Rede ist.
Genau, digitale Spuren hatte ich erwähnt. Naja, und die entstehen natürlich dadurch, dass wir alle irgendwie diese Personal Information Devices, soll das da heißen, ne? Dass wir alle einen Haufen digitale Geräte mit uns rumtragen und alles Mögliche irgendwie en passant digitalisieren können. Können wir zum Orangenen kommen? Zu den Sachen, die schwierig sind und die schwierig bleiben. Das ist ja die Idee, also bei dieser Verdichtung zu sagen, na gut, da hat man sich jetzt im Roten etwas Komplexität eingespart, im Grün kommt einem was entgegen, aber beim Orangenen ist also halt nichts zu machen, außer sich gut auszubilden, intensiv damit zu beschäftigen. Und da sind die Herausforderungen zum einen, ich habe es eigentlich mit dem Theorie-Praxis-Hybrid schon angedeutet, dass Wissensmanagement interdisziplinär ist. Im Kern, ja, dass es in der Regel auf langfristige Transformationen abzielt. Also eine Wissensbasis einer Organisation zu verändern, Wissen im Großen in die Breite zu bekommen oder gar auf neue Geschäftsfelder, Innovationen abzuzielen über den Wissenstransfer. Das sind natürlich meist sehr langfristige Unterfangen. Und ein Aspekt, der wird einem mitunter sehr deutlich, wenn man viel mit Industrieunternehmen zu tun hat, ist dieser immaterielle Aspekt letztlich von Wissen. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass ich mich schon sehr lange auch mit Software beschäftige. Und ich würde schon sagen, dass Software im Kern sich anders verhält als Hardware. Es gibt im Angelsächsischen diesen Begriff des Brick-and-Mortar-Business, ja. Und Software ist eben viel flexibler. Das heißt, ich kann anders an Geschäfte rangehen, anders an Lösungen rangehen, an Plattformen rangehen, die dann auch den Wissensaustausch unterstützen können. Und da ist manchmal ein Hintergrund, der sehr auf einmal gebaut ist, robust, so muss perfekt geplant sein, eher hinderlich. Weil man mittlerweile auch schon sieht, dass natürlich auch diese, sag ich mal, alte Welt, die sehr gut plant und sehr robuste Lösungen und Strukturen schafft, vielleicht auch gar nicht nur Nachteile hatte, weil jeder kennt ja auch den Effekt von Bananensoftware nach dem Motto reif beim Anwender. Das heißt, auch diese hohe Flexibilität, Agilität, die Software ermöglicht, verführt natürlich auch dazu, Sachen in einem sehr unreifen Zustand mitunter zu verteilen und auf die Mitmenschen loszulassen. Auch da vermutlich eine Frage der Balance, ja. Aber ich würde schon sagen, dass sich Firmen, die von Grund auf Software getrieben sind, anders anfühlen und andere Strategien. Die ganze Agilitätsdebatte ist ja der Versuch, das auch dann wirksam zu machen, der Breite. Andere Strategien wählen als klassische Industrieunternehmen. Da könnten wir jetzt lange auch über Herausforderungen der deutschen Wirtschaft bis zur Automobilwirtschaft diskutieren. Das war jetzt ja eigentlich schon die Struktur Zero Bullshit Knowledge Management mit der Idee, ein bisschen den Cut the Jargon, also ein bisschen sozusagen das, was da hinzugefügt wird, weglassen, die unnötige Komplexität rausnehmen, aber dann die Konzepte, das Orangene, sich mit dem doch in der Tiefe zu beschäftigen, was das für Bedeutungen hat, und ansonsten sich über das Grüne zu freuen, wo einem die Technik dann doch entgegenkommt. Sagt mal, fehlt was? Was sagt ihr dazu, zu dieser Struktur? Würdet ihr sagen, dass das Orangene genau auch die Herausforderungen sind? Seht ihr noch andere Aspekte im Wissensmanagement? Was sagt ihr, ja, das macht es eigentlich anspruchsvoll? Ist ja nun eine sehr persönliche Verdichtung, auch mit dem Spiel 3x3, ja, von Essay entstanden. Das ist ja nun auch nicht die Welterklärung und Welttheorie. Na, für mich ist eines der Themen noch dieses Interdisziplinäre, was ich beim Wissensmanagement habe. Und natürlich dann auch in diesem Zusammenhang die Kommunikationsherausforderung und diese Abstimmung, man kann auch sagen, Interessensausgleich zwischen den verschiedenen Disziplinen und Beteiligten, die eine relativ wichtige Rolle spielen, häufig, ob dieses Gleichgewicht gelingt zwischen
Kommunikation und, ich sag mal, kodifizierten Wissen oder ob das nicht gelingt. Also dieser menschliche Faktor, der da mit reinspielt oder der Interessensfaktor, spielt für mich immer noch eine sehr große Rolle. Also im weitesten Sinne ja auch dann dieses Spannungsfeld zwischen Naturwissenschaft und Sozialwissenschaft, dass man es eben mit handelnden Subjekten zu tun hat. Zum einen, die hatte ein Professorenkollege, der hat immer, das fand ich sehr schön, der hatte in seiner Vorlesung immer von eigenwillig und eigensinnig gesprochen. Menschen haben halt eigene Interessen und manchmal haben auch ganze Abteilungen eigene Interessen. Insofern wird das interdisziplinär gar nicht nur aufs Akademische bezogen, sondern kann auch auf handelnde Akteure bezogen werden, ne? Genau, also das ist ja auch die Idee, das mal so dargelegt zu haben, um das diskutieren zu können. Dirk, du wolltest aber noch was ergänzen? Für mich ein sehr spannender Bereich, wo man auch wieder sagen kann, dass man da so ein vages Symbolik mitnehmen kann, ist dieses Vergessen von Knowledge oder neue, bessere Wege finden. Also eines dieser Probleme auch, warum gerade junge Generationen teilweise zu Recht ältere Erfahrungswissen nicht übernehmen oder teilweise zu Unrecht das nicht übernehmen und dort quasi den richtigen Mittelweg finden müssen zwischen neuer Innovation und Dingen, die man jetzt heute tatsächlich besser machen kann und dem, was man doch als Erfahrung übernehmen kann. Das ist für mich auch noch so ein Balanceakt, der sich grundsätzlich immer hält. Also, dass ich ja gerade auch, wenn ich das toll kodifiziert habe, das noch lange nicht heißt, dass es nicht heute einen besseren Weg dafür gibt. Ja, stimmt. Ja, das ist cool. Ja, das ist quasi irgendwie so zwischen dieser Langfristigkeit auch, ja, und dem Roten. Was kann ich wirklich über Bord werfen? Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass ich mich auch intensiv mit Organisationslehre beschäftigt habe in meinem Studium und da auch über mehrere Jahre an Hochschulen gelehrt habe dazu, auch in dem Spannungsfeld klassischer Organisationstheorien, also hier Taylor Weber und dann den modernen Formen Spotify und so weiter. Und in Organisation geht es ja meistens um Regeln. Und eine Idee, eine Denkfigur, die ich ganz treffend finde, ist, dass eben Organisationen, und das trifft aber sicherlich ja eben auch auf Disziplinen zu, häufig eher so die Misserfolge irgendwie speichern. Das heißt, wir schleppen dann ehrlicherweise schon auch Sachen mit, die vielleicht obsolet sind, ne? Also da gab es mal einen Misserfolg oder mehrere Probleme, dann versucht man das irgendwie in Regeln zu fassen, dass das auf keinen Fall wieder passiert, ja. Und möglicherweise ist tatsächlich der Grund mittlerweile entfallen und Institutionen, Organisationen, Disziplinen schleifen sowas häufig noch mit. Ja, das ist, glaube ich, wir können jetzt den Bogen zum Bürokratieabbau schlagen. Ob Bürokratieabbau eben möglich ist. Das ist ja auch eigentlich sowas. Man möchte ja nicht Regelungen abbauen, die sinnvoll sind, aber man hat vielleicht zu Recht den Eindruck, einige Regelungen, die wir mitschleifen, da ist der Grund entfallen. Und wenn keiner mehr den Grund weiß, wollen die vielleicht mal weg. Ja. Das geht ja jetzt noch weiter. Das ist ja die Frage, wie mich auch das passt für den Bürokratieabbau natürlich auch sehr, sehr schön. Warum sind denn damals, als die Elektrolokomotiven und die Diesellokomotiven aufgekommen sind, die meisten Dampflokomotivenhersteller insolvent gegangen und haben nicht die Kurve gekriegt? Wir erleben das in der Industrie gerade jetzt ein bisschen, ich sag mal, bei der Elektromobilität das Thema wieder. Und deswegen, ich weiß vielleicht bei bestimmten Themen noch die Gründe, warum ich was so mache, habe aber nicht den Mut, ich sag mal, einen neuen Weg von Anfang an zu gehen, das meinetwegen auch parallel zu machen. Und ich gerade beim ba Bürokratieabbau, da ist praktisch Leute, die sich Vollzeit mit dem Thema beschäftigen, die finden das gar nicht so bürokratisch, weil ihr ganzes Leben lang sich bloß um das eine Gesetz gerankt hat. Und dort fallen ihnen noch fünf, sechs Sachen ein, die könnte man noch regeln, ohne die Berücksichtigung zu haben, dass es für welche, die alle Gesetze im Kopf und haben müssen und befolgen müssen, irgendwann zu viel ist. Und dort zu sagen, man beginnt grundsätzlich mit solchen Themen eventuell wieder neu und einfach, weil das zu viel ist. Das ist so ein mutiger Schritt, der, glaube ich, in der Bürokratie zum Beispiel in Deutschland fehlt. Also ich glaube nicht, dass das Kürzen von dem Bestehenden
langfristig das Ziel sein könnte, sondern dass man wie bei der Elektromobilität vielleicht bei bestimmten Themen grundlegend neu beginnen müsste. Ja, das ist interessant. Das ist sehr interessant. Also interessant, der Vergleich vor allem sozusagen, ja. Ist natürlich auch immer die Frage, wer schaut auf die Regelungen drauf? Und ich würde dir auch sofort recht geben, dass natürlich auch das Digitale kann natürlich noch eine viel gemeinere Bürokratie mitunter erzeugen als das Analoge. Da ist auch die Frage, wer drauf schaut und bei wem sich auch bündelt. Und es bündelt sich halt häufig beim, das ist dieses Thema Blick von außen. Moderne Organisationstheorien versuchen ja beispielhaft Nils Pfleging, Beta-Organisationen, was fällt einem sozusagen da noch ein? Und was einem eben einfällt, ist, dass möglichst viele Teile einer Organisation Kontakt zu dem Endkunden haben, also sprich zu dem Adressaten haben, bei dem sich dann vielleicht die Anforderungen, die Regelungen häufen. Ja, guter Punkt, guter Punkt. Ja, was kann man jetzt noch sagen? Da gehe ich mal schnell drüber. Das kam jetzt so ein bisschen aus diesem Aspekt Langfristigkeit und Methoden, weil dann in Bezug auf die Disziplin Wissensmanagement kann man jetzt ja zu Recht fragen, hätten wir jetzt mehr Teilnehmer, wäre es wahrscheinlich so, wenn die sagen, ja, was soll ich denn jetzt mit dieser Struktur, mit diesen neuen Dingen, gut, ein paar Sachen hast du jetzt gesagt, da wird es einfacher, da, hier kommt einem in Technologieentwicklung entgegen, so, wie sieht es denn jetzt aus? Was bedeutet das denn jetzt für Interventionen? Und in diesem Zusammenhang, ich will das jetzt gar nicht analytisch an der Stelle herleiten, aber haben wir im Umfeld von der Gesellschaft für Wissensmanagement auch häufiger mal diskutiert, gerade für die Identität. Ich habe das vorhin schon erwähnt. Und da gibt es noch Innovationsmanager, die beschäftigen sich mit neuem Wissen und eigentlich die Disziplin Wissensmanagement ja eher mit dem Wissenstransfer und man versucht sich ja eben auch als Disziplin eine Identität zu geben. Und da fragt man sich, ja, was sind denn jetzt eigentlich die Methoden von Wissensmanagement? Und ihr kennt es bestimmt alle. Es gibt Methoden, Sammlungen mit Hunderten von Methoden, gibt es übrigens in der Pädagogik, Didaktik auch. Und naja, diese Methoden, da sind mir jetzt verschiedene Sachen aufgefallen. Das eine ist, dass es meistens ein Sammelsurium ist von Methoden. Also, es ist sehr hilfreich, wenn man da viele kennt und wenn man die in der Praxis einsetzen kann. Keine Frage, aber häufig sind es eben Methoden und Methodchen, um jetzt Workshops zu gestalten, die eigentlich eine sehr kurze zeitliche Ausdehnung haben. Und seltener sind es eben Methoden, die eine längere zeitliche Ausdehnung haben. Und jetzt wird es noch ein bisschen haariger. Manche Methoden, zum Beispiel ein Strategieworkshop, der dauert vielleicht nur 2, 3 Tage, aber das den Zeitraum, auf den ich abziele, wäre eigentlich eine Zeit von einigen Jahren und so. Also das insofern Blick auf die Methoden im Wissensmanagement lässt sich ganz gut noch mit der Idee dieses Zeitraums, den die Methode einnimmt oder auf den sie abzielt, lässt sich ganz gut nochmal Ordnung schaffen. Und wenn man sich jetzt fragt, was ist denn jetzt so wirklich methodisch typisch für Wissensmanagement? Dann bleiben gar nicht so viele übrig. Das ist nun auch nicht jetzt aus einem Delphi entstanden, aber ich habe es schon im Umfeld der Gesellschaft für Wissensmanagement auch gerade auf den Knowledge Camps mit dem einen oder anderen, du hast es einleitend gesagt, Urgestein, gibt es noch ein paar außer mir, diskutiert und ja, man kommt dann schon so auf die Idee, ja, das ist es eigentlich. Das könnt ihr jetzt ja auch nochmal in den MOOC mitnehmen. Also Communities of Practice ist, glaube ich, nach wie vor eine Methode, ein Ansatz, muss man schon fast sagen, der sehr stark mit Wissensmanagement verbunden ist, den man jetzt in anderen Disziplinen, Beratungsdisziplinen nicht so kennt, dann das Thema, sich mit Living Experts zu befassen, glaube ich, ist auch was identitätsstiftend ist. Dann natürlich alle möglichen Formen der eher strategischen Bewertung, mal auf das Unternehmen draufzuschauen, wie sieht es denn mit dem Wissen aus? Da gibt es eine gewisse Überdeckung mit dem strategischen Kompetenzmanagement. Ich würde aber schon sagen, dass man da im Wissensmanagement noch ein paar Ideen hat, die über diese sehr auf Einzelpersonen bezogene Sicht des Wissensbestands hinausgeht. Das soll hier dieser dritte Punkt sein. Dann sicherlich diese Wissenslandkarten, Verzeichnis von Experten und Themen, würde ich sagen, ist eine Kernmethode und zu einem Teil auch das Thema Storytelling und Workshop-Methoden wie Knowledge Café und so. Da wird schon meiner Meinung nach jetzt ein bisschen dünner, aber würde ich auch noch zu den Big Five sozusagen
zählen, die da identitätsstiftend für unsere Disziplin sind. Das ist mal der Versuch, nochmal einen Blick auf Methoden zu und Interventionen zu richten, jenseits jetzt erstmal dieses sehr sparsamen Skeletts an Struktur, Strukturmodellen. Auch da bin ich und sind sicherlich auch die Fachkollegen und Kolleginnen, mit denen ich diskutiere, sehr dankbar um Ergänzungen, auch wenn sie noch im Nachgang bei euch aufschlagen sollten. Das nochmal der Hinweis drauf auf eine Wissensstrategie-Methode. Ich habe es eben erwähnt. Man sieht, es gibt ein paar Gedanken im Bereich Wissensmanagement über strategisches Kompetenzmanagement hinausgehen. Ein strategisches Kompetenzmanagement beschäftigt sich sicherlich auch mit der Frage, steht übrigens auch so in der ISO 9001 drin, beschäftigt sich sicherlich mit der Frage, welches Wissen brauchen wir heute, welches Wissen brauchen wir morgen? Beschäftigt sich sicherlich auch noch mit der Frage, haben wir da die richtigen Experten an Bord? Das ist Organisationssicht wieder. Beschäftigt sich aber schon weniger mit der Komplexität des Wissens. Also wir haben jetzt ja am Anfang ein bisschen länger über stillschweigendes Wissen, Tacit Knowledge gesprochen. Findet man wahrscheinlich im Kompetenzmanagement nur in Randbereichen im strategischen zu sagen, ja, was ist das denn eigentlich für Wissen? Hat es viel stillschweigende Anteile? Muss ich ganz viel dabei Learning by Doing machen und so weiter? Gibt noch ein paar andere Aspekte, auf die ich jetzt dann nicht eingehen möchte, aber das passt ganz gut zum Eingangsgesagten. Dann schaut ein strategisches Kompetenzmanagement eher nicht auf die Vernetzung. Man könnte heute ja schon fast aus Systemen sich ansehen, wie stark Abteilungen vernetzt sind untereinander, also ob es da eine Integration gibt. Und natürlich die Fragen, wie verteilt ist das Wissen und wie verteilt brauche ich das Wissen? Also das ist jetzt hier Wissensstrategie im Hochgeschwindigkeitsdurchflug, aber eben die Frage, brauche ich da einen Top-Experten und es langt, wenn der in der Zentrale sitzt, oder brauche ich da viele auf sehr hohem Niveau verteilt auf der ganzen Welt, schwierig, oder viele mit Grundlagen in dem Thema komplett verteilt. Solche Fragen lassen sich mit dieser Methode der Wissensstrategie Knowledge Portfolios eigentlich ganz gut beantworten. Wird zu selten gemacht. Ich habe es selber auch viel zu selten eingesetzt. Aber würde nach wie vor sagen, da ist noch viel Potenzial und das ist auch ein spezieller Blick aufs Thema Wissen, den man an anderer Stelle nicht so findet. Auch ein sehr hilfreiches Bild meiner Meinung nach. Wie tief muss das Wissen sein? Ich hatte gesagt, mit Wissen bezeichnen wir ja verschiedene Sachen. So einfaches Vokabelwissen bis hin zum Anwenden, Analysieren oder eben dann selber Erschaffen von eigenen Dingen. Da ist unser Grundbegriff sozusagen sehr schillernd. Dieses Modell kennt eigentlich jeder, der aus der Pädagogik, wenn man so will, kommt. Das ist nämlich letztlich die Blum'sche Taxonomie. Im Grunde steckt auch hier sowas auf der Vertikalen, sowas wie eine Komplexitätsdimension dahinter. Das ist tatsächlich auch beschrieben in dem Konzept. Ich denke, man hat auch damit zu tun, wenn man an der Hochschule so eine Kompetenzorientierung ja umsetzen möchte und darlegen möchte für seine Lehrveranstaltung, dann geht es genau um dieses komplexere Wissen und die höchste Form ist sozusagen etwas zu erschaffen. Was ich da immer sehr spannend finde, ist, dass eigentlich, um etwas bewerten zu können, man schon, zumindest in dieser Theorie, und ich kenne da viele Beispiele aus der Praxis, um etwas richtig bewerten zu können, ist man schon verdammt nah dran, es eigentlich selber machen zu können. Und da verhalten wir uns in der Praxis häufig nicht so clever. Wir glauben, weil man es kaufen kann, wenn ich es halbwegs verstanden habe, kaufe ich irgendwas Hochkomplexes ein. Natürlich rede ich auch wieder über Softwarelösungen. Aber eigentlich bräuchte man ein Wissen, was viel weiter oben angesiedelt ist. In sehr radikaler Form hat es Richard Feynman, Physik-Nobelpreisträger, hier gesagt, was ich nicht selber erzeugen kann, das habe ich eigentlich nicht richtig verstanden. Das ist sicherlich ein Diskussionsbeitrag an anderer Stelle mal. Aber genau, man kann damit natürlich sowas wie den Dunning-Kruger-Effekt, Selbstüberschätzung und viele Desaster sehr, sehr gut erklären. Also ich finde ein sehr, sehr mächtiges Modell, lässt sich tatsächlich, wenn man es unbedingt will, sogar an diese Wissensstrategie anschließen. Ansatzweise gibt ja keinen Talk mehr ohne ChatGPT-Bezug, aber es ist tatsächlich so, wenn man sich heute anschaut, was gute Prompts im GPT bisher, also das ist ja nun alles im Fluss, aber wenn man sich anschaut,
was gute Prompts für so Transformer-Modelle sind, dann merkt man dann schon, dass die Leute, die sehr gute Prompts schreiben, ein sehr, sehr gutes analytisches Wissen haben, das zu beschreiben, was sie eigentlich von der Maschine wollen. Das finde ich noch so einen kleinen Seitenschlenker, der sagt, naja, vielleicht lohnt sich's doch, da mal drüber nachzudenken, dass es halt nicht mit ein paar Schlagworten getan ist, sondern diese guten Prompts. Und ich kenne das auch aus meiner Arbeit bei Siemens in der AI-Abteilung. Die guten Prompts von den Fachleuten und so, die zeugen davon, dass die ein ja, sehr, sehr analytisch differenziertes und abstrahiertes Wissen haben und es auch formulieren können. Mal gucken, was wir da noch alles so lernen in diesem großen Experiment. Transformer-Modelle. Das war mal der Versuch, nochmal, wie diese beiden Sachen, die in der Waage dargestellt sind, nochmal sich zu überlegen, welche Wissenstiefe und welche Verteilung, wie hängt das denn mit den Strategien zusammen? Das ist sicherlich keine Lösungsfolie, sondern ja, nochmal der Versuch, überhaupt diese Dimensionen in ein Bild zu bringen. Zum Thema interdisziplinär noch vielleicht ein, zwei Anmerkungen. Ich habe schon gesagt, spannend finde ich immer das Spannungsfeld zwischen Mensch und Technik. Und häufig stehen sich eben diese Disziplinen sehr mit Abstand gegenüber. Also die einen sagen, das ist ja nur Technik, soll mal die Techniker machen. Und die Techniker haben aber eine unglaubliche Macht und bauen wieder irgendwas. Ja, und haben vielleicht genau, Dirk, das erwähnt, die Interessen nicht diskutiert und die Gründe diskutiert, warum bestimmte Gruppen was haben. Da würde ich mir irgendwie mehr wünschen an Brückenbau zwischen Technik und, jetzt hier mal, Humanisten versus Nerds genannt, also zwischen Technikern und eher auf soziale Zusammenhänge abzielenden Berufen. Ich hatte es an anderer Stelle mal gesagt, wir beschäftigen uns sehr, wir haben uns sehr lange sehr stark damit beschäftigt, Bereitschaft zur Wissensteilung, gibt es ein hervorragendes Buch, dann haben wir gesagt, die Experten können sich nicht ausdrücken, die müssen jetzt alle lernen, wie sie kodifizieren, haben wir eigentlich auch schon drüber gesprochen. Und haben eigentlich gesagt, du musst ein Altruist sein und musst teilen. Und wir haben uns gar nicht so stark damit beschäftigt, auch in unserer Disziplin, dass es gar nicht trivial ist, eben Wissen aufzunehmen. Wir hatten es ja mit dem Empfänger schon, aber es gibt eben auch Gründe, dass ich Sachen selber machen möchte, die jetzt nicht unbedingt in der Sache begründet sind, sondern vielleicht in meinen Interessen. Das heißt, also die Strategielehre hat sich ein bisschen mit diesem, da kommt auch der Begriff mit diesem Absorption her, damit beschäftigt, dass es nicht trivial ist, eben jetzt auch Elektromobilität, wie auch immer, also ganz neue Wissensbestände aufzugreifen. Da, glaube ich, haben wir uns im Wissensmanagement etwas stark mit dem Sender beschäftigt. Ein sehr mächtiges Werkzeug, Wissen transparent zu machen, zielt jetzt eher auf Systeme ab und Wissensablagen, weg von dem Need to Know, eher zu einem Ansatz, es ist erstmal alles möglichst offen verfügbar, wenn es nicht gute Gründe gibt, die dagegen sprechen. Und ja, was könnte noch so was sein, was in den nächsten Jahren wichtiger wird, im Grunde auch schon im Gange ist. Die Konzepte sind auch schon 20 Jahre alt. Aber gerade durch unsere modernen Kommunikationsformen kommen wir eigentlich mitunter weg von so einem klassisch wissenschaftlichen Wissen, wie eine Studie geschrieben ist. Und ich glaube, wir kommen in so eine, eher wieder in so eine Welt, in der Erzählungen, durchaus auch reichhaltige, tiefergehende Erzählungen wichtiger werden. Mir fallen Podcasts ein als eine der wenigen Formate, die länger werden im Digitalen. Sonst wird alles kleiner. Man hört keine Alben mehr, sondern kauft einzelne Streams und einzelne Stücke. Oder hat da die Flatrate und hört einzelne Stücke. Aber es gibt ein paar Sachen, die etwas größer werden im digitalen Einzelnen. Also die Podcast statt Bücher, Fragezeichen. Und das ist natürlich, was da, wie da Wissen weitergegeben wird, ist eher über Erzählungen und weniger über abstrakte Modelle und Verdichtungen. Und irgendwie bewegen wir uns in so eine Richtung einer digitalen Weitergabe von Wissen in Erzählform, so könnte man diese sperrige Orality vielleicht übersetzen. Genau, das sind so noch so ein paar Aspekte, die mir im Kopf rumgehen, wenn ich jetzt auch ein paar Jahre nach dieser Struktur Zero Bullshit KM weiter am Thema Wissensmanagement herumdenke. Hier habe ich jetzt nochmal die Quellen dann aufgelistet mit möglichst schönen URLs, wo diese
den Essays ist das ja beschrieben. Ansonsten war es jetzt eine eher monologische, aber doch etwas erzählende, hoffentlich Wiedergabe dieses abstrakten Modells. Also Carsten, also ganz, erstmal ganz, ganz vielen Dank. Was mir dabei noch durch den Kopf gegangen ist, ist jetzt bei dieser Erzählung, das passt am Rande dazu, dass wir teilweise jetzt durch KI zum Beispiel, habe ich das heute erlebt, Lösungen für Probleme schaffen, die wir uns vorher erst selber gemacht haben. Ganz konkret hatte ich das heute. Durch die Persönlichkeitsrechte und die Datenschutzrechte ist es ja kaum noch möglich, dass man Fotos von Personen frei teilen kann. Nun macht es aber bei, weil man die ganzen Rechte und sowas braucht, das ist hochkompliziert. Und jetzt habe ich heute das erste Mal Inhalte und Präsentationen zusammengestellt, wo ich tatsächlich KI-generierte Fotos und Bilder verwendet habe, wo man gar nicht merkt, dass es keine realen Personen sind, weil ich mit diesen Bildern genau dieses fehlende Personenproblem bei der Bilderauswahl jetzt erledigt bekommen. Und das fand ich gerade eine ganz spannende Erkenntnis, dass uns KI genau dieses Problem, dass wir Leute nicht mehr fotografieren dürfen oder denen ihre Bilder verwenden dürfen, jetzt über KI gelöst bekommen. Habe ich heute ganz real gemacht und fand die Stimmt, ja. Ergebnisse relativ spannend daraus. Hatten wir im Beirat mal diskutiert an dem Beispiel und da habe ich recht flapsig gesagt, naja, das funktioniert so lange, bis du verklagt wirst. Und hatte dann ein Beispiel aus der Musik gebracht und es war dann, kam es erst zu dem Missverständnis, dass dann sofort natürlich der Gedanke war, ich rede von computergenerierter Musik. Dabei habe ich von was ganz Klassischem gesprochen, nämlich in der Musik ist es ja durchaus so, dass jemand dann einen Song schreibt, ne, und veröffentlicht und dann kommt irgendjemand her und sagt, ja, pass mal auf, Meister, das ist hier meine Melodie, ne? Guck mal hier. Weil das einfach Musikern so passiert, weil der kreative Prozess genauso statistisch irgendwie ist. Und insofern, ja, hatte ich dann hoffentlich die Kollegin nicht allzu sehr verschreckt, dass ich gesagt habe, die Wahrscheinlichkeit, dass dich jemand verklagt mit genau deinem Ansatz ist vermutlich sehr, sehr gering, aber du kannst dir nicht sicher sein. Mittlerweile habe ich aber auch schon, glaube ich, so halb osmotisch mitbekommen, sodass dann auch schon im OpenAI über Versicherungen und so weiter nachdenken. Also was da noch alles kommen wird, ist hochinteressant. Aber bei diesen Bildern ist es ja tatsächlich, glaube ich, in den USA auch schon passiert, dass einige Künstler gesagt haben, so wie die Sache aussieht, die konnten es irgendwie auch belegen, habt ihr irgendwie mein Content abgegrast, ne? Mit eurem Transformer-Modell und haben die verklagt. Also Dirk, ganz entspannt, es wird wahrscheinlich nichts passieren. Aber genau, also das ist durchaus ein Thema. Und eben auch die Firmen legen ja eben nicht offen bisher, welchen Content sie überhaupt zum Training verwendet haben. Ne? Sie können ja immer noch irgendwie ein Geschäftsgeheimnis drauf haben, wie sie die Struktur ihrer neuronalen Netze machen und wie sie das zusammenschalten und was sie trainieren. Aber es ist natürlich schon momentan ein Problem, dass sie nicht wirklich sagen, was sie da alles verwendet haben. Ne? Ja, aber klar, auch eine Lösung. Ja. Und man kann ja durchaus da auch kreativ sein. Jetzt sagen, wenn man gute Prompts auch für Bilder schreibt, ja, dann kann man ja auch sowas fast schon wie den eigenen Stil entwickeln. Ne? Na, jetzt im ganz konkreten Fall habe ich die KI-generierten Bilder dann aus Pixabay geholt, weil dort jemand, also weil es da jetzt Gruppen gibt, die dir zu Thematiken reinstellen, also wie es früher Ja. diese 3D-Bilder gab für bestimmte Themen, die sich weit verbreitet haben. So gibt es halt jetzt welche, die KI-generierte pseudorealistische Bilder zu verschiedenen Themen erstellen und Themenszenarien. Und das halt mit Menschen, wo man sonst schwierig zu Fotos kommt. Das fand ich Genau, bloß ja. spannend heute als Erlebnis, Absolut. dass ich erstmalig dort als Fotos KI-generierte Fotos genutzt habe. Da können sich Gut. die Firma Shutterstock oder wie sie heißen, auch warm anziehen. Die müssen da, glaube ich, auch sehr schnell umdenken. Ne? Bisher hat man ja, ich meine, die Menschen sahen da ja auch meistens gleich aus, die du bei diesen gekauften Fotos bestellen konntest. Das waren zwar echte Menschen, aber irgendwie sahen sie ja doch auch irgendwie Ja, gleich genau, aus. ich brauche ein Foto zu einem bestimmten Szenario, zu einem bestimmten Thema. Und wenn mir das die KI generieren kann, dann muss ich nicht ewig durch irgendwelche Bilddatenbanken suchen, bis ich dort ein passendes Foto dafür finde, was gerade zu meinem Thema passt. Und das fand ich eben heute dieses spannende Erlebnis.
Aber du hast das Generierte gefunden, ne? Also du hast dich Ich habe das sozusagen Generierte gefunden, ich habe noch ja. gesucht, habe dann bloß gesehen, eben weil das so toll gepasst hat, habe ich mir gedacht, wie hat denn der die Modelverträge hingekriegt? Das, ist das wirklich ein freies Bild? Kann ich mich da drauf verlassen? Und dann hier habe ich gesehen, dass es einer ist, der die KI-Bilder generiert zu verschiedenen Themen. Also und deswegen. Neue Berufe, ja, Ja, genau, cool. es ist ein komplett neues Berufsfeld. Sehr cool. Sehr Ja, gut. ich habe selber jetzt mal mit Midjourney gearbeitet und habe eine Definition für den Bard, den Wissensraum bei Midjourney eingegeben. Ja? Das ist sehr basic, was da entstanden ist, ehrlich gesagt. Irgendwie ganz cool, aber schon basic. Ich kann euch das bei Gelegenheit mal schicken, was wie Midjourney den Wissensraum visualisiert. Ja? Aber das Basic beim Thema Raum passt ja. Ja, Gut. sehr. Aber es ist eine Art der Visualisierung, auf die ich selber, also mal abgesehen davon, dass ich da relativ unkreativ bin, wenn es um Malen oder so geht. Ich wäre da nie in so eine Richtung gegangen, aber es war schon dann ein interessanter Prozess, dann auf Midjourney dann so einen Vorschlag quasi, man bekommt ja dann mehrere Vorschläge, kannst du einen rausnehmen, wo du sagst, ja, der gefällt mir schon ganz gut, aber das und das fehlt mir noch, wie man den dann so iterativ auch weiterentwickelt. Aber ich habe noch mal eine ganz andere Frage an dich. Also Carsten, jetzt haben wir ja unsere Theorien entrümpelt, ja, haben gesagt, komm, Wissensspirale ist durch. Was wären denn wirklich aktuelle Theorien im Wissensmanagement? Also jetzt nicht irgendwelche Nachbardisziplinen, wo man sagt, ja, das passt schon auch irgendwie aufs Wissensmanagement, sondern wo denn wirklich genuin im Wissensmanagement aktuelle Theorien jenseits der 2000er Profi-Chor? Das wär auch mal sehr spannend, sich da rein zu vertiefen. Da braucht es auch noch deutlich noch ein paar andere Gehirne als nur meins. Aber ich habe es ja eben versucht, einerseits aus der Reflexion, was sind denn unsere genuinen Methoden? Und zum anderen habe ich ja versucht, da ein paar eher Konzepte, ich würde es nicht Theorien nennen, aber mal ein paar Konzepte darzulegen, ja. Also eben das Beispiel mit der Komplexität des Wissens, einerseits in der Pyramide, andererseits in der Wissensstrategie. Dann über das eine Bild bin ich auch drüber gegangen, sich zu überlegen, ja, wie sieht es denn eigentlich aus, wenn ich nicht so tiefes Wissen maximal in die Breite bekommen will oder wenn ich sehr tiefes Wissen brauche. Also Ansätze gibt's, aber geschlossene Theorien, ja, Raummetaphern sind es eher, halte ich auch für sehr wertvoll. Es gibt einen Soziologen, Andreas Böst, der hat eben so eine Theorie-Idee des Informationsraums. Das ließe sich mit dem Concept of Bar, denke ich, ganz gut verbinden. Also das wäre für mich auch noch ein Kandidat. Ja, also eben zu verstehen, dass wir eigentlich über unsere Sozialräume alle eigentlich in ganz vielen Kontexten, sobald wir verteilt arbeiten, einen Informationsraum, einen virtuellen Raum drüber legen. Und dass das nicht nur ein Feature ist, sondern vielleicht gleichgewichtig mit dem sozialen, physischen Raum zu sehen ist. Das wären mal so, mal ganz auf die Schnelle ein paar Kandidaten. Hast du noch welche, Ja, danke Gabriele? dir. Wenn du noch welche Nein, hast. das ist ja immer, sage ich mal, die Krux, wenn ich für meine Vorlesungen, ne, natürlich auch Literaturverzeichnisse zusammenstelle und dann kommen manchmal die Studierenden und sagen, ja, Gabriele, gibt es da nichts Moderneres? Ja. So die Grundlagen, also ne, das ist alles irgendwie so, ich sag mal, vor 10, ja. Ja. Andererseits sind halt das Orangene wird halt auch nicht neuer, ne? Das wird halt auch nicht besser, wenn man es nochmal neu anstreicht, ja? Also das ist auch wieder so eine Balance. Ja, wenn du in der Informatik hörst, der Prof akzeptiert kein Paper älter als 10 Jahre, dann muss ich auch sagen, ja, das ist auch eine Form von ahistorischem Vorgehen. Ja, genau. Also da kann ich nur eben mit dem Modellchen hier dazu beitragen, eben, dass man sich fragt, was sind prinzipielle Probleme und was ist Jargon und wo ist wirklich was Neues. Aber die Arbeit müssen wir wohl selber machen. Gut, würde ich mich ganz herzlich nochmal bedanken, Carsten, dass du die Zeit hattest und uns heute mitgenommen hast in deinen
Null Zero Knowledge Bullshit. Management, Genau. genau, Zero Bullshit Management. Und wir wünschen noch eine ganz schöne Weihnachtszeit und ganz vielen Dank nochmal. Dankeschön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch auch eine schöne Adventszeit, schönes Weihnachtsfest und dann hören wir uns, ja, spätestens im Genau. neuen Jahr.